So, Ali, hallo, Hallöchen. Oh Gott, Entschuldigung. Ja, gut. Servus. Heute gibt's hier was zu essen. Und zwar einen Nudelauflauf. Wurde mir empfohlen, mit einer gewissen Kombination. Probieren wir mal aus. Im Großen und Ganzen nichts Besonderes, aber kann man mal machen. Ist doch recht einfach. Und zwar fangen wir mal an mit 100% Biogemüse. Aus der Dose. Kleine Möhrchen, kleine Erbschen. So. Ist ja alles frisch vom Bauer, wisst ihr ja, ne? So, die Hände vorher waschen. Mischen. So, das ist alles schön. Oh, Entschuldigung. Schön da drin verteilen kann. Ich muss jetzt natürlich das Wasser vorher abschütten, weil sonst steht das hier drin. Na, da wird dann mehr mischen hier, das wird nichts. So, wieder schön glatt machen, hör auf zu klappern. So, und dann machen wir nämlich heute zwei Hälften. Wir fangen mit Hackfleisch an. Anrühren wie ihr wollt, wie immer halt, ne? Verteilen das grob. Der einen Seite und ein bisschen enger. So, wir haben mehr Hackfleisch über, darum machen wir die Seite ruhig ein bisschen größer. So. Darf sich ja ruhig komplett abdecken, das machen wir jetzt auch, weil wir haben genug Hackfleisch über. So. Gematsche. Schön glibberig, so muss das sein. Mal schön auch reinarbeiten fast schon, dass das drauf liegt. So, dann Hände waschen. Und jetzt kommt nämlich die nächste Seite. Le Fisch. Machen wir 6 Stückchen. So. Ich glaube, mein Brett da ist zu flach. Egal. Und dann nehme ich nochmal eine Ladung Nudeln oben drüber. Pfannnudeln, die wir ja auch schon drunter hatten. Ja, alles runtergefallen, ist nichts Neues. Schöne Fläche bilden. Dann kommt unsere natürlich völlig selbst angerührte Zwiebelsauce, die nämlich nicht aus einer Fertigmischung besteht. Kann man denn da hin? Mit 2 Bechern Sahne und 2 Tüten Fertigmischung. Zwiebelsuppe oder Zwiebelrahmen könnt ihr auch nehmen. Mittlerweile extra. So, natürlich wieder definitiv nichts für Diätbegeisterte. Schauen wir mal, ob das reicht. Nö, es reicht nicht mal im Ansatz. Ich will noch eine Ladung machen. Dann wieder zu viel, was so, wird zu sehen. Na komm, geh auf. Ja. Natürlich wisst ihr, wie man diese Suppe sich selber anrührt, könnt ihr machen, ich habe keine Ahnung. Das hier soll ja was werden, das jeder machen kann. Wieder höchst gesund das Ganze. Wie ein fettarme Sahne. Tut euch den Gefallen. So, noch eine Ladung drüber. Ja, genau.
Wir haben ja sonst immer zu wenig Flüssigkeit. Ich hoffe, es ist mal heute mal reicht. Ja, wie sonst ja. So, wieder alles daneben geschüttet. So. Dann mit der Gabel. Mal, das hört sich gerade aus von dem Zeug, dass diese Zwiebelsachen sich schön verteilen und nicht alles auf einer Stelle liegen. So, und jetzt. Jetzt kommt noch was Gesundes heute hier. Guck. Ist ja nicht so, dass ich euch hier ausschließlich von Sahne ernähre. Also nicht immer. So. So, Tomaten. Das ist natürlich das Wichtigste, was wir immer drauf haben. Käse. Ohne Ende Käse. Und zwar diesen Fall so richtig üppig. Ach ja, alles höchst gesund heute. Wie immer halt, ne? Da freut sich die Laktoseintoleranz. Egal, es leiden hier andere drunter. So, das musst du richtig schön abdecken. Vor allem, dass es auch nicht überläuft. Das muss eine richtige Kruste bilden später. So, dass man nichts drüber steht. Sieht doch geil aus. So, und das Ganze wandert dann für, ich würde mal sagen, eine halbe Stunde 180 Grad Umluft in den vorgeheizten Ofen. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich mache es auch zum ersten Mal in dieser Zusammenstellung. So. Aufpassen, nichts daneben schmeißen. So sieht das dann aus, ne? Richtig schön geil. Ich heize immer auf 200 vor, damit ich so eine Basis habe. Mal wieder runter auf 180 und dann eine halbe Stunde. So, dann war es das mit dem ungesunden Essen. Nachher gibt es noch Eis. Gibt es dann heute Nachmittag. Bis dahin und bis gleich.